Du suchst eine Outdoor-Tasche, die fein ist, klein, leicht und kompakt und trotzdem funktional. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas für dich ist. Wenn du es rausfinden willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus der Reini Rossmann Bushcraft and Survival Area. Muss alles einen englischen Namen haben, aber wenn dir das interessiert, findest du unten einen Link, schau dir das an. Aber eigentlich geht es ja hier um diese Tasche. Ich habe diese Tasche so schon, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mir die besorgt habe. Aber sie ist von Miltec und da wird es jetzt dem einen oder der anderen die Ziehernägel aufstehen und du sagst, na Miltec, aber gib ihm eine Chance. Hier hat Miltec von einem chinesischen Hersteller gekauft, der seine Arbeit vernünftig macht und das möchte ich gleich dazu sagen. Sie ist relativ schlank, sie ist relativ kompakt. Du hast jetzt hier im vorderen Bereich mal eine Tasche, da sind auch so kleine Fächer dabei, mit denen du jetzt Zusatzausrüstung einpoppen kannst, da sind da einige Sachen drauf. Das ist gut gemacht, ist auch so gemacht, dass du es komplett öffnen kannst und umklappen kannst, aber die Kleinteile, die da drinnen herumkeuchen und fleuchen, nicht gleich rausfallen. Also das ist schön, das ist gut, das gefällt mir. Hier vorne ist ein Klett, ja, so Lasercut und ein kleiner Klettteil, das heißt, du kannst da deinen Badge drauf geben, wenn du drauf stehst. Und dann kommen wir im Endeffekt schon einmal zum Hauptfach. Das Hauptfach mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem zu öffnen. Ja, und so schaut das aus da drinnen. Du hast hier noch einmal so ein Nebenfach. Ein iPad, also ein normaler iPad, nicht dieser Mini, sondern ein normaler iPad, passt hier genau rein. Das passt gut und dann hast du hier ein Hauptfach. Das ist das hier, so mit, da ist so glatt. Da gibt es ja auch immer wieder so Taschen, die man auf ein das Gegenteil, das Flauschige draufpoppen kann. Also wenn du sowas hast, ist das okay. Ich habe jetzt hier ein riesiges Mörderteil mit, ja, das stelle ich einmal anders mal vor, das hat mir der Wolfgang zur Verfügung gestellt, aber an einer anderen Stelle mal. So, hier im Deckelfach kannst du auch, da ist so eine Netztasche, da kannst du auch etwas reingeben. Das geht über den gesamten Bereich da oben und gut ist. Was natürlich auch fein ist, das ist, dass der Griff hier aus Paracord ist. Das heißt, du kannst zumindest ein bisschen was mit Paracord damit machen im Notfall und es schaut natürlich cool aus. Dann hast du hier zwei Seitentaschen, ja, ungefähr diese Größe. Da ist auch hier vorne, aber nicht mit einer Netztasche, aber nicht mit einem Zip oder so. Das heißt, das wird aufgehen und da ist dann so ein kleiner Schlüsselanhänger. Habe ich noch nie verwendet. Ist ganz nett. Seitlich auch auf beiden Seiten hast du wieder Lasercut und so eine kleine Klettfläche und das war's. Hinten keine, da ist nichts. Da ist eine Polsterung und hier so eine Schlaufe. Ich weiß nicht, die ist vielleicht gemacht, um das an einen Gürtel zu hängen oder da zu nehmen, das weiß ich nicht. Was mir aber gut gefällt, ist, dass hier der Unterteil, diese Stellfläche aus Kunststoff ist. Das heißt, das kannst du auch in die Nässe stellen, ohne dass du Probleme hast. Das gefällt mir sehr gut. Insgesamt ist sie sehr, sehr kompakt. Du kannst jetzt auch hergehen und hier den Schulterriemen abklippen. Das geht auch, wenn du magst. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn haben soll, aber vielleicht hast du eine Idee, dann schreib mir unten einen Kommentar. Und hier eben, ja, ein Schoner, der auch wirklich was drauf hat und wirklich vernünftig ist. Schau mal, der ist so ein wasserabweisenden Teil. Ich finde ihn gut, ich finde ihn wirklich gut und ich würde diese Tasche nicht als gut befinden, wenn es ja Schas wäre. Ich ganz klar. Ich meine, ich gebe da unten den Link zu Amazon, schau dir das ganz einfach an, ist günstig. Ich hatte die auch im Sortiment, aber weil das mit Miltec für mich als kleinen Händler, und ich bin ein kleiner Händler, immer schwierig ist, weil die haben Mindestabsatzmengen und ist das für mich schwierig, größere Händler, ASMC oder so, irgendwer, die tun sie da ein bisschen leichter als ich, deswegen habe ich sie nicht mehr im Sortiment, aber nicht, weil ich sie nicht gut finde, ganz im Gegenteil, ist ein sehr, sehr nettes Teil. Ja, das war's zu dieser Tasche. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, was hältst du davon, hast du die, erzähl uns was, was ist deine Umhängetasche und ich sag's dir, die gibt's auch in anderen Farben, die ist wirklich fett, die kann was für diesen Preis. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, Link zum Produkt findest du natürlich unten, ja und auch Informationen zur Reini Rossmann Bushcraft Area findest du auch unten, das heißt, wenn du auch da sitzen willst, genau an dem Platz und hier dein Bushcraft und Survival Training absolvieren willst, dann schau dir das unten an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das Feuer fängt jetzt so ein bisschen ins Rauchen an. Schau mal her. Da muss ich jetzt dann wieder was nachlegen und was tun. Und das mache ich jetzt natürlich gleich. Ich sage danke fürs Dabeisein. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuesten Videos kriegst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.